So, neuer Tag. Wir wollen schnell... Ja, die Fackel ist aus. Das ist okay. Wir wollen durch den Sumpf. Mit dem Rucksack. Ich weiß ja nicht. Oh, wir haben noch einen Hut dabei. Okay. Wir können ja ein bisschen aussortieren. Die Fackel muss nicht unbedingt mit. Ja, schon sind wir beim Aussortieren. 18 Monsterfleisch würde ich ganz gerne eigentlich verkochen in den Kochtöpfen. Wie viel ist hier drin? Viel. Aber Stöcke... Steine können wir erstmal stapeln. Die Axt hat 18... Ach komm, wir nehmen es einfach so mit. Wenn ich jetzt die ganze Zeit da rumalber und hin und her sortiere, in der Zeit können wir zweimal durch den Sumpf laufen. Und ich muss halt einfach vorsichtig sein. So. Dum, 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 dum. Wir können auch wieder schräg durchlaufen. Inzwischen weiß ich ja, wie ich ausweichen muss. Jedenfalls größtenteils. Der Rucksack nervt zwar ein wenig. Aber im Notfall können wir ihn einfach fallen lassen. So wie ich das gesehen habe, gehen die Sachen ja gar nicht verloren. Was ich... Oh. Oh. Was ich schon mal sehr praktisch finde. Das heißt, man kann jederzeit überall irgendwas hinschmeißen und es wird auch 30 Tage später noch da sein. Und wir müssen uns beeilen, nach Hause zu kommen, weil... Oh, oh. Weil in 3 Real-Life-Tagen schon das nächste Update kommt. Und da will ich vorbereitet sein. Ich meine, die Wölfe waren ja schon ein ganzer Zacken schwerer jetzt. Mal gucken, was sie sich denn auch einfallen lassen. Ich lasse mich da auf jeden Fall überraschen und bin tierisch gespannt. So, da ist ein Spinnenei, aber es ist nicht von uns gelegt worden, oder? Nee, unsere sind da oben. Gab es hier irgendwo einen trockenen Weg? Ich glaube hier. Ah ja, genau. Das kleine Stückchen können wir auch noch ausnutzen. Ja, jetzt so im Nachhinein, wie auch in den Kommentaren schon erwähnt wurde, es wäre vielleicht keine so schlechte Idee gewesen, bei den Yaks ein Basislager aufzuschlagen. Und uns da erstmal eine Weile rumzutreiben, aber erstmal nach Hause. Da noch eine Weile rumforschen, vor allem auch besser ausrüsten, gucken, was der Patch bringt und danach können wir uns wieder nach und nach durchwagen. Also wieder durch den Sumpf und wir werden wahrscheinlich eh in 20 Tagen oder so wieder loslaufen und Steine kloppen müssen. Und dann können wir auch auf der Jagdinsel ein wenig was vorbereiten. So, ihr Schweine, euch lasse ich mal in Ruhe. Wir wollen einfach weiter. Sonst schaffen wir das heute nicht mehr. Der Schweinekönig nimmt wahrscheinlich immer noch kein Monsterfleisch. Das ist schade. Naja, Monsterfleisch müsste eigentlich gut sein, um was zu essen draus zu machen in den Topf. Wenn da nicht irgendwas dran gedreht wurde. Das passiert ja öfters mal ganz gerne. Ich habe auf jeden Fall schon mal gelesen, dass diese Füllmaterialien in den Rezepten jetzt nichts mehr bringen sollen. Oder gar nicht erst gehen. Um halt zu verhindern, dass man nur einmal Fleisch nimmt und den Rest einfach Nonsens reinschmeißt. Was ich auch ganz gut finde. Denn, Spieler, also recht viele Spieler neigen dazu, solche Fehler im System einfach gnadenlos auszunutzen. Und die sehen sich da auch gerechtfertigt drin. Da bin ich dann immer so ein bisschen, Da finde ich es dann gut, wenn das nach und nach behoben wird. So, du lauf mal da lang. Und wir müssen Wilson unbedingt mal rasieren. Nein, 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 nimm den blöden Backpack mit. Also ja, wir sollten ihn gleich auch mal rasieren und was zu essen geben. Aber rasieren, weil ich nicht weiß, ob der Bart noch länger werden kann. Und das wäre schade, wenn wir kostbaren Bart verschwenden würden. Da ist schon mal unsere Schweinegang und hier ist unsere Farm. Sehr schön. So, Rucksack einfach irgendwo hin. Und jetzt geht das Verladespiel los. Also, die goldene Axt schmeißen wir einfach mal auf den Boden. Werkzeuge waren links. Da sind jetzt die Steine drin. Das muss hier raus. Das muss hier raus, das kann da rein. Stöcke behalten wir am besten in der Hand. So, Hammer kann da rein. Eier gehören zu den Bio-Sachen. Flint können wir die Hälfte mal hier zwischenlagern. Das ist auch Bio und kann gleich gegessen werden. Sehr schön. Nimm, 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 nimm. Noch viel mehr Steine. Und Gold. So, das müsste es an Nicht-Bio-Sachen gewesen sein. Ach, kurz rasieren wollten wir uns noch. Geh mal weiter nach da und rasiere dich jetzt. Ja, er guckt schon ganz panisch. Was macht Wilson da? So. 1, 2, 3 Barthaare nur. Das haben sie wohl auch gepatcht. Ich hätte schwören können, dass wir vorher so einen richtigen Vollbart aller Einsiedler hatten.
dass wir da 6 oder so Stücken Bart rausbekommen haben. Naja, wahrscheinlich auch mit einem Grund sind die Fleischstatuen. Weil sonst kann man sich zu schnell neue Fleischstatuen herstellen. Und das würde das Ganze ja zu einfach machen. So, gutes Fleisch, da rein. Monsterfleisch hatten wir irgendwo anders noch. Gekochtes Fleisch da rein. Kohle. Oh, wir haben noch 29 Kohle, sehr schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, da eine Folge lang durchzuhauen. So, und weiter sortieren. Und währenddessen tappen die Vögel alle schön in die Fallen rein. Ja, so ist gut. Die 23 Pinecones. Ich hatte ja kurzfristig mal die Idee gehabt, hier so einen Feuerschutzwall aufzubauen, aber das hat sich inzwischen eigentlich verflüchtigt. Also können wir die auch nach und nach mal verbrennen. Werfen wir mal dahin. So, die West bringt fast nichts, jedenfalls bisher. Den Dünger können wir nicht höher stapeln, den verbrauchen wir einfach gleich mal. So, jetzt haben wir ein wenig Platz. Ei da rein, Seide da rein, Schweinehaut da rein. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kisten. So, mitnehmen. So. Kisten, Kisten. Wir haben nur 10 Stück Holz, das ist nicht viel. Wir haben auch hier keine Bretter mehr auf Vorrat und wir haben jede Menge Platz bei den Nicht-Bio-Sachen. Okay. Oh, die Bienen summen immer noch fleißig vor sich hin. Ja, das wollten wir auch demnächst mal bauen. Ich weiß nur noch nicht, wo. Also wollen wir den Bienenkorb direkt hier im Lager haben oder lieber etwas außerhalb? Die Bienen an sich waren ja nur aggressiv, wenn man auf das Nest gehauen hat, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Es wäre ärgerlich, wenn sie sofort aggressiv werden, sobald sie aus der Hütte kommen. Aber dann könnten sie gegen die Schweine kämpfen. Und je nachdem, wer verliert, kriegen wir dann Ressourcen. Ja, das ging schon mal schief bei dem Spinnenei. Also ich glaube, wir stellen jetzt etwas abseits hin. Wir können ja einfach immer schnell hinlaufen. Was sagt die Karte? Ja, irgendwo hier hinten. Das passt schon. Ja, wir sollten hier mal ein wenig ernten. Ich höre Hunde. Och nö. So, komm, du weg. Du an, du an. Wir haben Tag 69. Ich habe vergessen, hier zu merken, wann es das letzte Mal war. Aber ich hätte schwören können, es wäre 67 oder so gewesen. Na gut, schauen wir mal, wie viele es werden. Die Fleischstatue ist da unten. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, vergeht eh die ganze Nacht, wenn man da respawnt. Und ich hoffe mal, dass die Hunde bis dahin dann wieder weg sind. Kommt schon, Schweinchen. Kommt aus euren Hütten raus. So, da kommt ein Hund. Komm, 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 komm. Sehr schön. Da kommt der zweite. Oh, das ist so ein roter. Der macht... Ah! Ich wollte gerade sagen, der macht unsere Sachen kaputt. Und er fackelt uns ab. Ja, genau das wollte ich nicht im Lager haben. Und wir kriegen gar keinen Schaden mehr. Oh, ich glaube, die haben die Rüstung geändert. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Ja, wir haben fast keinen Schaden bekommen. Sehr schön. Ja, jetzt bin ich doch zuversichtlich, dass wir doch ein wenig länger durchhalten können. Das muss irgendein Hotfix gewesen sein. Also ganz am Anfang war es ja so, dass die... Oh, mehr Fleisch, sehr schön. Ganz am Anfang war es ja so, dass wir keinen Platz mehr haben. Dass wir wirklich keinen Platz mehr haben. Ja, ganz am Anfang war es ja so, dass die Rüstung... Hey du! Dass die Rüstung allen Schaden abgefangen haben. Und dass man gar keine Lebenspunkte Schaden bekommen hat. Das heißt, man konnte immer die Rüstung durchwechseln und dann hat man nie Lebenspunkte verloren. Das haben sie irgendwann gefixt, dass die Rüstung nur noch prozentual Schaden abfängt, dadurch kaputt geht, aber man halt noch sehr viel Schaden so nimmt. Ist scheinbar immer noch so, aber nicht ganz so extrem wie vorher. Also vorher wurden wir ja zwei, dreimal durch die Rüstung gebissen. Und haben dann trotz Rüstung unter der Hälfte an Lebenspunkten gehabt. Jetzt wurden wir gerade dreimal gebissen und sind gerade bei 78. Also, ja, doch. Damit kann ich leben. So, genug geplappert. Wir wollten die Tolbert-Eier verforschen. Wir sind bei 4. 84. Und ne. Nicht essen. Forschen. Forschen. So, 244, das ist schon mal gut. Wir wollten wieder... Ja, du bist hungrig. Ist mal
das Fleisch, das wir jetzt doch nicht finden. Da, zwei Fleisch. Definitiv keine gute Idee, die Schweine so nah an der Farm zu haben. Die futtern hier alles weg. So, eins. So, fast voll. Das ist okay. Also, Rucksack. Die Bienen machen neue Geräusche. Ja, wir sollten auf jeden Fall noch relativ schnell eine Bienenhütte bauen. Wo ist die Goldaxt? Da ist die Goldaxt. Eine Bienenhütte bauen, allein dafür, dass wir schon mal dann zwei Slots mehr Platz im Inventar haben. Also einmal sind ja die Bienen nicht mehr im Inventar und das ganze Summen ist weg. Und die Honigwabe ist dann auch weg. Also schnell Holz hacken, weil das war das Einzige, was uns noch fehlte. So. Ja, wir sollten allgemein viel, viel, viel mehr Holz hacken. Weil wir haben so viel Biozeug im Inventar. Ah, und die Murmeln können wir auch noch erforschen gleich. Dann haben wir schön viele Punkte über, um mal ein wenig zu experimentieren. Es gibt ja immer noch jede Menge Sachen, die wir noch nicht erforscht haben. Und mit etwas Glück kommt in 3 Tagen noch mehr dazu. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. So, du kommst auch noch mit. Und wir sind schon bei Tag 70. Das ist ja richtig ordentlich. Oh ja. Aber primär auch, weil es halt ein älterer Speicherstand ist, vor den ganzen Patchen. Da war das Ganze ja noch ein wenig einfacher. Um nicht zu... Oh, die Goldaxt ist weg? Das ist jetzt irritierend. Wir haben noch die andere hier reingetan, ne? Ne, nur das Gold. Anderer Rucksack? Ah, da ist sie. So. Hast du Fleisch? Nein. Aber wir sollten mal die restlichen Sachen hier einsammeln. So. Jetzt wieder den Rucksack wechseln. Weil hier der Dünger drin ist. Ah, wir können immer nur eine reintun. Das ist irgendwie doof. Na gut. Dünger kommt dahin. Karotte ist egal. Die Murmeln verforschen. Dich auch verforschen. Bio-Sachen waren da unten, aber wir haben keinen Platz. Also, schnell mal ein paar Bretter zusammenschustern. Die sind jetzt ja auch günstiger geworden. 3, 4 und wir hätten gerne eine Kiste. Da hinten dran. So, Karotte da rein. Drachenfrucht da rein. Damit es aufhört zu summen. Danke. Das hat mich jetzt 3, 4 Folgen in den Wahnsinn getrieben. Monsterfleisch. Auch noch da rein. Die Federn waren, glaube ich, hier. Die Zähne waren auch da. Die Samen pflanzen wir gleich ein. Das sieht doch schon viel besser aus im Inventar. So, und wir wollten die Pinecones verfeuern. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Nein, nicht pflanzen. Hinlegen. So, du wirst gleich eingepflanzt. Und dann huschen wir nochmal ganz kurz zu einem Baum, bevor es ganz dunkel wird. Der da ist schön. Jedenfalls schön groß. So, chop, 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 chop. Wirklich viel geschafft haben wir heute nicht. Aber dafür konnten wir ein bisschen was einsortieren, ist auch okay. So, du kommst einmal mit, wirst wieder aufgestellt, du wirst wieder aufgestellt. So, du dahin, du dahin. Stöcker können wir auch mal neu gebrauchen. Und wir haben jetzt schon 400 Forschungspunkte. Das heißt, wir könnten eigentlich eine goldene Schaufel erforschen und die goldene Pickaxt. Und dann sollten wir irgendwann mal zum Schweinekönig gehen und da ganz viel Gold produzieren. Und dann ein paar Werkzeuge auf Vorrat irgendwo lagern. Wilson kriegt schon wieder Hunger. Ja. Können wir nicht ändern. Also können wir schon ändern, aber... Dass es so schnell Hunger bekommt, nicht. Das wäre übrigens auch noch eine sehr fiese Änderung. Wenn Wilson jeden Tag mehr Hunger hat. Also mehr Nahrung verbraucht.
auch wenn das nicht unbedingt logisch wäre, aber es ist ja ein sehr skurriles Spiel, da können sie sich sowas erlauben. Weil wir wissen ja immer noch nicht, wo wir hier sind. Wer ist das ja auch die Hölle hier? Drachenfrucht, Drachenfrucht. Ich glaube, der hat viele Lebenspunkte gebracht. So, Monsterfleisch verkochen wir auch mal. So, jetzt ist der eine Rucksack gleich leer. Also, der Rucksack hier unten links ist leer. Was ist mit dir? Du hast mehr Biozeug. So, Honig kommt mal hier zu den Bienen. Das Ding da auch. Karotten waren da. Ja, die hatten wir gerade verkocht, ne? Ja, verkochen würde ich auch noch. So, Monsterfleisch wird auch alles verkocht. Ich hoffe mal, wenn wir später den Kochtopf tun, den wir immer noch nicht haben, wenn wir die später in den Kochtopf tun, dass sie dann mehr Nahrung bringen, wenn sie vorher schon mal gekocht wurden. Macht zwar nicht unbedingt viel Sinn, aber wer weiß. Könnten wir dann auch rumexperimentieren. Erstmal verkochen wir den ganzen Stack, damit das alles einfacher stapelbar ist. Und jetzt gibt es den kleinen Cut. Also bis gleich.